15.000 Menschen. Belogen und betrogen nur für dieses eine Gefühl. Und das alles auch noch über 2,5 Jahre lang. Früher kam Relay schon in die Gaming-Szene. Er hatte keine Ahnung davon, was damit alles zusammenhing. Er kam ins Gaming, hatte keine Mates, niemanden, der mit ihm zockte. Er hat versucht, Leute zu suchen, die mit ihm mal eine Runde zockten oder einfach aus Fun vielleicht mit ihm ein kleines Häuslein bauten. Er hat viel versucht, nur er stieß immer auf puren Hass und auf Ausstoßung und nicht auf das, was er suchte. Das alles nur wegen einer Kleinigkeit, die eigentlich nichts damit zu tun hatte. Also veränderte er diese Kleinigkeit und plötzlich veränderte sich alles. Alles, was er in Zukunft tat, baute darauf auf. Nur was diese paar Worte für Folgen hatte, wusste er früher noch nicht. Er traf Leute, die ihn mit dieser Veränderung akzeptierten. Menschen, die korrekter und loyaler waren als jenen, den er zuvor irgendwo getroffen hatte. Viele Stunden, Tage, wahrscheinlich Wochen hat er mit ihnen Seite an Seite gespielt. Viel haben sie zusammen gelacht. Irgendwann traf Relation noch mehr Menschen, die ihn verstanden. Leute, die damit klarkamen, wie er war. Und auch das akzeptierten, was er sagte. Er hat sich immer wieder extrem gefreut über die Zeit, die er mit ihnen verbringen konnte. Mit so vielen Personen, denen er nie irgendwie dafür danken konnte. Doch zwei Sachen behielt er immer für sich. Diese erfuhren nur wenige, zu dieser Zeit nahezu niemand. Er machte weiter und traf auf immer mehr Zuruf. Doch, dass ihm das irgendwann so zu denken bereiten würde, wie es heute ist, wusste er früher noch nicht. Irgendwann erkannte er, dass er irgendwie mehr sein möchte als jeder andere. Er wollte Leute unterhalten, ihnen den Tag versüßen und außerdem natürlich zeigen, was er konnte. YouTube war für ihn eine gute Möglichkeit, diesem Drang nachzugehen. Das zu machen, auf das er Bock hat. Er hat sich nicht mal den Kopf um die Kleinigkeit gemacht, die zu diesem Zeitpunkt schon riesige Auswirkungen hatte. Er begann mit YouTube als kleiner Junge, der süße Bad Wars Clips machte. Er hat weitergemacht. Trotz Leuten, die ihn runtergezogen haben. Irgendwann traf die Arbeit dahinter auf noch mehr Zuspruch und sein Kanal wurde größer. Immer mehr Leute, die ihm abkauften, was er sagte. Mehr Leute, die nie irgendwas anzweifelten. Langsam fingen Gedanken in ihm an, wie er das weiter durchziehen soll. Das alles, aufgebaut auf einer einzigen Lüge. Was er tun sollte, wusste er nicht. Also hat er einfach so weitergemacht. Immer mehr Personen um ihn rum, denen er allen nicht sagen konnte, dass er sie von Anfang an belogen und hintergangen hat. Immer mehr Personen, die er nicht verlieren wollte, nur wegen dieser eigentlichen Kleinigkeit. Irgendwann hatte er zu diesen Personen nicht mehr viel Kontakt, hat mehr Leute im echten Leben gefunden. Dort hat er umso mehr erlebt und mehr Leute getroffen, die seine Art als erwachsen zählten und ihn so nahmen, wie er war. Irgendwann hat sich sein Verstand erweitert und er hat gemerkt, dass er sich dafür definitiv nicht schämen braucht. Er merkte, dass das, was er verheimlichte, sogar eines der Dinge waren, die ihn auszeichneten. Heute liegt er manchmal im Bett und fragt sich, ob ihn irgendwann das Karma einholen wird. Ob er irgendwann dafür bestraft werden würde, was er früher gesagt hat. Über 15.000 Menschen hat er angelogen, hintergangen und betrogen. Manchmal schämt er sich dafür und weiß auch nicht, wie das alles enden soll und wie das überhaupt passieren konnte. Diese Last kann ich einfach nicht mehr weiterhin auf meinen Schultern tragen. Aber eins weiß ich heute ganz genau. Die Zeit, die mit euch folgt, alles, was in Zukunft kommt, alles, was ich mir hier aufbaue, will ich nicht mehr auf einer einzelnen Lüge aufbauen. Ich will nicht mehr irgendeinen Mist erzählen müssen. Hallo Leute, hallo Freunde und vor allem hallo an die Mates, beziehungsweise meine alten Mates, meine neuen Mates, die Leute, die ich heute kenne, mit denen ich heute jeden Tag auf dem TS chille. Ich bin Peer, ich bin 14 Jahre alt. Und hab euch wahrscheinlich über 2,5 Jahre belogen, hab euch Mist erzählt und ganz viel Scheiße gemacht. Und das alles nur, weil ich früher einmal etwas Falsches gesagt habe. Ich war echt naiv und fucking dumm, Alter.